Ein interessanter Besuch beim Metallblasinstrumentenbaumeister Uli Pfreimtner. Im Zuge einer Instrumentenabholung in Künzing in Bayern. Da wird jetzt so eine Leisten verlängern, weißt du? Was ist das für Lot? Silber! Silberlot. Nächstes, jetzt ist es durch. Ich muss klären. Jawohl! Glühwein sein, ja. So, und jetzt, wenn das reingeht, es wird mit Silber reingelötet, die werden vorher ausgerichtet und dann schaut es erstmal so aus, dann sind die drinnen. Und das wird dann rausgeschnitten und hinten wird es dann ausgedreht und aufs Ventil quasi angepasst. Der Ursprung ist, ne? Das heißt, die. Das, die, wie heißt das da vorne? Die Schallstück. Ist ein Schallstück. Das Schallstück. Ein Schallstück. Ja. Das ist der Anstoß. Schau her. Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Achso, das ist einmal ja, rund ist ein Teil. Und das wird dann einmal Bogen. Genau, eigentlich kommt es so gerade nach. Gerade? Ja. Und das birgt hier dann, genau. Wie so das die ganzen. Das ist alles gerade. Alles gerade und wird alles. Und dann kommt der Uri Geller. Ja. Und der macht es dann so. Ja. Dann ist das Bogen. Genau. Schau, ha, heben wir mal. Das kannst du bei alles sein, da ins Internet. Ja. Kein Gewicht, gell? Ja. Das ist aber jetzt der. Goldmessing. Goldmessing, ja. Das war natürlich. Ja. Ja. Die Baryton, was du gesehen hast, die schaut vorher so aus. Ehrlich? Wahnsinn. Ja, du hast ja gesehen, das Biecht. Dann wird er dann Bogen. Dann mal den Ring hoch und siehst du. Und dann ist er fertig. Das ist alles wird euch von alles von euch das, Handarbeit. Das, das war ja das alle in Handarbeit war. Ich habe für die Meisterprüfung ein Schallstück gemacht für Bariton. Da waren wir beinahe da einmal abgefallen. Ich zeichne das jetzt auf, wie das ausschaut. Aus einem Stück. Und da läuft es dann so vier. So schaut das Schallstück aus. Da musst du es vorne hammern, da musst du es reinhammern. Ja. Da bin ich wirklich vorgefahren, da habe ich gesagt, das ist die Uli Geller. Weil Uri Geller darf ich nicht sagen und ich heiße Uli, aber das ist die Uli Geller Version. Ich wundere mich, ob ich da will, und dann komme ich noch besser drüber. Das erzählt, wie wir schon unser erste Flügler bestellt haben. Und habe ihm das gesagt, und sagt, was heißt verwinkelte Luftwirbel. Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie du das gleich auf der Homepage drauf hast, sagt er, nein, das verstehe ich. Was heißt, du verstehst das? Das ist für mich klar. Und seine Trompeten. Die haben da. Und ich habe eine Tuba, die ist 150 Jahre alt gewesen, mit der war ich auf der Messe. Die haben sogar den zweiten Zug nach unten schon abgewinkelt. Und alles abgewinkelt. Und wirklich eckig gemacht. Das Schönes habe ich noch nie gesehen. Da waren unten sogar die Schraubdeckel. Du hast vier Töne geblasen und warst schon zufrieden. Ja. Und das ist der springende Punkt. Ja. Die blasen rein, noch vier Töne, ich weiß ja von Höchern, noch vier Töne, nur noch da. Das gibt's so nicht. Ja. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das gefällt ihnen nicht, weil das ist zu ausgefallen und zu ausgeflippt. Ehrlich? Postwand. Ja, das fragen viele Leute an, ja. Weil die jetzt alle anfragen auch, wie schwer ist es unter 3,5 Kilo, weil sie haben Probleme mit dem Rücken. Was ist das mit deinem Koffer? Nein. Nein, das denke ich, ich bin mit demselben Doppelkoffer, ne? Das ist mein Herndl. Das ist dein Herndl. Das stimmt. Ja. Das ist unglaublich. Aber du filmst mich auch nicht jetzt erklärt, oder? Nein, ich will nur das Instrument.